Der Arme wollte doch nur einen Burger essen. Baller, willkommen in Duisburg. Guck mal hier meine Bulette. Was für Bulette? Die Jungs sind ein bisschen zu sehr am SpongeBob-Film. Vor allem der hinter der Kamera, der lacht sogar genau wie er. Guck mal hier meine Bulette. Einfach 1:1. Und war ja klar, dass sowas hier wieder aus Duisburg kommt. Mit dem Ding kann man jemand ins Koma schlagen und die packen das einfach auf den Burger drauf. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer von euch kennt diesen TikTok-Kinderpolizist? Der Bre läuft ganzen Tag in der Stadt rum und denkt, er ist Polizist. Also wirklich, er ist wirklich der Meinung, dass er Polizist ist und die Stadt beschützen muss. Geh nicht mal nach hinten, wenn es so weitergeht. SWAT? Was für SWAT? Der Bre ist doch gerade mal 12 oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Uniform nicht echt ist, aber frag mich nicht wieso. Tür frei halten bitte! Mein Gott! Dankeschön! Alles gut. So macht das der Chef. So, alles gut, alles gut. Er hat die Lage unter Kontrolle. So macht das der Chef. Ja, Mann. Stell dir vor, du fährst entspannt mit der Bahn und auf einmal ist er da drin und schreit dich an, weil du vor der Tür stehst. Ja, auf jeden Fall, ich bin nach Duisburg Hofweg gefahren. Zeig mal deinen Rücken. Einmal SEK. Ah, da ist SEK. Wie jetzt SEK? Das Sondereinsatzkommando steht jetzt hier also vor mir, ja? Mit Nerf-Magazin in der Weste. Kein Verbrecher wird Angst vor dir haben, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und wie schon gesagt, der ist wirklich aktiv die Stadt am Beschützen. Hier hat ihn ein anderer an einer Bushaltestelle getroffen. Der überlebt viel mehr. Ja, Bruder. Kein Video, okay? Warum? Datenschutz. Sorry. Warum? Egal. Ich frag mich wirklich, welcher 40-jährige Mann steckt im Körper von diesem Jungen fest? Der ist so tief drin im Rollenspiel, der nimmt die Polizeirolle ernster als die echten Polizisten. Ey, und macht euch nicht über den Kollegen lustig, okay? Der kann sogar Polizeigriff, macht besser keine Faxen. Hallo, ich bin von der Polizei Essen-Leiden essen. Mein Hobby ist Schwimmen und so alles. Ja, ich mag euch Polizisten Essen-Leiden essen. Polizei auf dem Boden. Ja. Nimm den fest. Hab ihn. Hast du? Ja. Sprich durch. 21:24 von meinem RTW. What the f***? Da antwortet sogar jemand. Wer chillt mit dem Bruder in der Leitung und ist auf Sendung, hä? Hau ab, in die Richtung. In die Richtung, renn. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wieso hat er jetzt die Luft verhaftet, hä? Macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Hier ist er wirklich in Action. Er muss sich nämlich um einen Silvesterböller kümmern und dafür sorgen, dass die Situation nicht ausartet. Yo, was hast du gerade mit dem Knüppel gemacht? Mach ihn da! Was mit dem Scheiß? Über das Licht, ne? Geht über Deckung. Aber eins muss man ihm lassen: Er haut nicht ab beim Knall, sondern will saven. Der Rest hätte sich in die Hose gepisst. Also ich mach mir eigentlich nicht in die Hose, wenn so ein kleines Furzding neben mir hochgeht. Und wie will er jemanden retten? Mit einer Nerf. Er hat eine Nerf dabei. Das ist crazy. Was hat er eigentlich noch so alles dabei als Equipment? Ey, darf ich das aus? Ich schwöre, ich stich. Die Weste ist stichfest. Ja, stichfeste Weste. Eine stichfeste Weste. Wahrscheinlich stichfest, oder? Bruder, ich komme da mit dem Nagel von meinem kleinen Zehfuß durch. Was für stichfest, Bro? Was ist das? Handschellen. Das? Pfefferspray. Und das? Bodycam. Mann, Digga, das da! Bodycam, alles klar. Ist kein Stück Papier oder so, was ausgedruckt wurde. Nein, das ist die Bodycam. Die nimmt auch die ganze Zeit auf in 4K, Full HD, 60 FPS. Aber ja, ich sag mal, also solange er glücklich damit ist und es ihm Spaß macht, kann er ja machen, was er will. Lieber macht er sowas, anstatt Elfbar zu rauchen in seiner Freizeit. Und die Polizei Essen freut sich doch bestimmt über einen netten Aushelfer, der überall seine Augen offen hat, oder?
Wenn der Begriff sozialer Brennpunkt fällt, dann läuft bei den meisten ein bestimmter Film im Kopf ab. Verfallene Viertel, hohe... Bisschen Lagebesprechung mit den Kollegen, dies, das. Einfach mal in der Pause unter Arbeitskollegen sein, ne? Oder wird er doch gerade vielleicht festgenommen? Naja, wie auch immer. Mal gucken, was Emil so für funny-ass Memes auf Instagram schickt. Nein, 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 nein. Lass die Chick... Lass die Chick doch schlafen, Mann. Holy shit, wie er eskaliert ist. Der Typ hier hat die Revanche aber auch wirklich zu ernst genommen, oder? Obwohl, 1-1 steht es jetzt. Eigentlich hat der Hahn genau das verdient, damit er auch mal weiß, wie wir uns fühlen, wenn er am Morgen wie ein Sohn am Rumschreien ist. Und habt ihr euch nicht auch gefragt, warum er da draußen schläft und nicht irgendwie im Stall? Ich kann euch sagen, wieso. She cheated on him. Oh my god. Oh my god, she's cheating on me, bro. Bitte spring nicht. Bitte. Wir sind für dich da, mein Bruder. Hör auf zu weinen, Mann. Die Bitch hat dich nicht verdient. Wir sehen uns nächste Woche im Gym, Großer. Einfach RTL2-Drama gibt es sogar bei Hühnern. Das ist verrückt. Die sollten sich aber trotzdem mal alle zusammenreißen, weil sonst landen die hier. Papagei im türkischen Haushalt be like. Geil, Mann. Bruder, ich feiere dieses Meme so und dann öffne ich die Kommentare und lese das. Gottlos. Ich distanziere mich davon. Ich habe als kleines Kind immer davon geträumt, ein Papagei zu haben, weil das ist schon ziemlich cool so, dass die sprechen können. Aber ich glaube, wenn ich mir heutzutage einen holen würde, der wäre in ein paar Wochen einfach nur so ein Goofy-Ass-Soundboard. Das würde mich dann so abkacken, dass ich ihn dann wirklich abschieben würde. Ja, ist ja auch egal. Mysteriöse Fakten, die du noch nicht kanntest. Episode 14. Wusstest du, dass wenn du um 3 Uhr morgens aufstehst und 1000 Mal Fortnite in der Küche schreist, ein mysteriöses Monster, bekannt als deine Mutter, garantiert herauskommt und dich 360 Grad durchprügeln wird? Ich wäre schon nach 4-mal tot. Aber danke für diesen mysteriösen Fakt. Wow, wie mysteriös und geheimnisvoll. Zum Glück bin ich aktuell jetzt und über die Weihnachten bei meinen Eltern und werde das, glaube ich, gleich heute Abend mal ausprobieren. Ach ja, wie gesagt, ich bin hier zu Besuch, weil einige wegen dem letzten Video dachten, dass ich immer noch zu Hause wohne und dass ich 23 bin. Bro, what the fuck? Ich bin doch kein Loser, was denkt ihr von mir? Und außerdem, ich bin 20, okay? Ich bin fresh at 20. Wenn du dein Handy fallen lässt, wird es aufgrund der Schwerkraft auf den Boden fallen. Ach nein, wirklich? Je mehr du mit deinem Hund sprichst, desto besser versteht er die menschliche Sprache. Wenn du in einer Pizzeria laut Pizza schreist, wird ein Pizzabäcker erscheinen, um deine Bestellung schneller aufzunehmen. Studien haben gezeigt, ein Regenschirm hält dich im Regen trocken. Krass, Mann. Heftig, was? Als ob. Wenn du deine Gewinnchancen im Lotto erhöhen willst, kaufe einfach mehr Lottoscheine. Und wenn du das Lotto gewinnen willst, dann kauf einfach alle Lottoscheine. Ja, korrekt. Danke, dass du diese coolen Fakten mit uns geteilt hast. Die Welt vor diesem Video und die Welt nach diesem Video. Man kann sich unterhalten. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ey, was machst du denn hier auf Bus warten? Ja, alles klar. Da kommt er. Das ist das most dorfigste Video, was ich jemals gesehen habe. Junge, der chillt einfach mit einer Kuh an der Bushaltestelle. Dorfklassiker wäre auch noch, wenn das Ding mit in den Bus steigt und in die Schule kommt. Und dann noch ein bisschen saufen mit dem Kollegen hier, ne? So wie es sich auf dem Dorf gehört, wa? So läuft das hier auf dem Dorf. Schön saufen, saufen, saufen. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch vom Dorf oder aus der Stadt kommt. Youngin Bennett ist natürlich ein OG und kommt aus einem Dorf. Ordered a thing of fries and I only ordered one, but for some reason they gave me two. Ja, war
Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich haben sie dir ganz zufällig zwei gegeben, oder? Und du hast sicherlich nur eins bestellt. Ich glaube das auf gar keinen Fall. Und ich würde sogar meine Hand ins Feuer legen, dass hinter der Kamera nochmal zwei weitere Packungen davon liegen. Das ist die schlechteste Lüge, die man sich hätte einfallen lassen können. Als ob das passiert, dass man bei McDonald's, Burger King oder sonst wo etwas zu viel bekommt. Oh, what the f***? Man bekommt höchstens zu wenig oder einfach komplett reingeschicktes Essen, aber man bekommt niemals zu viel. Das ist noch nie in der Weltgeschichte passiert. Ja, Leute, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ansonsten verhaftet euch er hier. Und das wollt ihr nicht, vertraut mir. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Peasy cheesy.